Schönen guten Morgen, Herr Ohm. Guten Morgen, Herr Schumann. Freut mich, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, wir sind heute zusammen zum Thema Scanner. Und Herr Ohm, Sie sind von der Firma Eiski. Wahrscheinlich haben schon viele unserer Mitglieder ihre Produkte, die Scanner in der Hand gehabt, aber die Firma vielleicht nicht ganz so sehen. Deshalb wäre es schön, wenn Sie eingangs kurz die Firma vorstellen, sich ein bisschen, und dann würden wir in unser Gespräch gehen. Ja, gerne, mache ich doch. Also die Firma Eiski Ident ist im lippischen Landkreis zwischen Hannover und Bielefeld seit 28 Jahren in dem Markt der Autoidentifikation, so spricht man da davon oder sagt man da davon, tätig. Wir sind 70 Mitarbeiter und durch die lange Erfahrung natürlich sehr kompetent in dem Markt. Und ich bin für den Bereich Transport, Logistik und CAP zuständig, ebenfalls in der Dachregion, also ganz speziell für diese Branche abgestimmt. Und stehe eigentlich für die Mitglieder und für diese Branche, für alle Fragen immer zur Verfügung. Ja, dann können wir eigentlich gleich einsteigen. Warum kommen CAP-Dienstleister denn zu Eiski? Oh, da gibt es natürlich sehr viele Gründe, warum ausgerechnet so Eiski Ident. Eiski steht eigentlich da einfach dafür, dass wir schnell unkompliziert sind, zuverlässig und vor allem hilfsbereit. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir durch zwei Firmengründer, die selber noch tätig sind im Unternehmen, immer starkes Interesse daran haben, nicht nur die Kunden zufriedenzustellen, sondern sogar als Fan zu begeistern für Eiski und nicht nur für die Produkte an sich. Und das ist was, was uns auszeichnet und was die Kunden sehr schätzen. Haben Sie mal so ein paar Anwendungsfälle, bei denen CAP-Dienstleister Scanner einsetzen oder was so Ihre typischen Bereiche sind? Ja, also im CAP-Bereich geht es grundsätzlich mal, wenn man von den Produkten weggeht, eigentlich immer um die Geschwindigkeit. Da zählt ja die Zeit. Zeit ist Geld und das ist das Wichtigste für die CAP-Dienstleister. Die wollen immer eine schnelle, professionelle Lösung haben, die ihnen der Arbeitsablauf, sprich von dem Scannen oder von dem Labeling, so schnell als möglich generiert, weil es nur ein, ich möchte mal sagen, ein nötiges Beiwerk ist, was eben zu diesem Arbeitsablauf dazugehört. Letztendlich, wenn es nach denen geht, müssten sie es vielleicht gar nicht oder wollten sie es gar nicht tun, aber es ist eben eine Notwendigkeit, die heutzutage dazugehört. Und da möchte man einfach nicht viel Zeit damit verbringen. Das ist das, was ausschlaggebend ist. Kann man denn da so viel sparen? Wie ist das? Gibt es so unterschiedliche Lösungen, die mal schnell, mal langsam sind? Ja, auf jeden Fall. Also stellen Sie sich vor, die ersten, die vielleicht damit starten in dem Bereich der Selbstständigkeit und des Unternehmens, fangen damit an, dass sie einfach ihr Smartphone nehmen und damit versuchen, mit der Handykamera den Barcode zu scannen. Das gelingt mal gut, mal schlecht, meistens auch sehr schlecht. Das hängt einfach auch damit zusammen mit den Lichtverhältnissen, eventuell auch mit der Qualität des Barcodes. Und so muss ich mehrmals drücken und die Kamera fokussieren, um endlich den Barcode zu scannen. Sowas schaffen Sie natürlich mit professionellen Lösungen deutlich einfacher. Da ist es ein Klick und der Scan ist durchgeführt. Und das sind diese großen Unterschiede, die dann die Professionalität und die Schnelligkeit eigentlich auszeichnen. Kann man da so eine Kennzahl sagen, wie viel Scans und Scanner per Hand pro Stunde schafft? Das hängt natürlich davon ab, ob wir im Kommissionierbereich sind oder dann nachher im Fahrerbereich. Deswegen ist es nicht ganz einfach zu sagen. Aber man spricht da davon, je professioneller das Werkzeug, das Tool, was der Mitarbeiter davon hat, gibt es Zeiteinsparungen von 10 bis sogar knapp 35, 28%. Und das ist natürlich eine Menge, wenn ich das auf den Tag über vergleiche und je nachdem, wie viele Scan-Vorgänge ich habe. Also wenn ich mir vorstelle, ein Ausfahrer hat eventuell 200 Scans am Tag zu machen oder 300 Scans, dann kommt einiges mit diesen Sekunden dann tatsächlich zusammen. Insbesondere aber auch schon, bevor der Fahrer eigentlich dann nachher in der Ausfahrt ist, bei der Kommissioniertätigkeit, haben wir dieselbe Situation. Die Kommissionierung muss ja unter Umständen auch durch Scans erfolgen, um die Produkte entsprechend vorzubereiten für die Ausfahrt. Sie hatten vorhin das Labeling auch gesagt. Haben Sie auch die Produkte zum Thema Labeling? Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Danke, dass Sie es ansprechen, weil
Wir möchten ja gerne einen ganzheitlichen Prozess abdecken. Und der kann nur damit zustande kommen, indem man alle Produkte, die damit zu tun haben, mit dieser Autoidentifikation, anbieten kann. Und Labeling ist vor allem ein Thema, Entschuldigung, vor allem ein Thema im mobilen Bereich, dass ich mobile Drucker dabei habe, wo es mir ermöglicht, die ich zum Beispiel mit am Band trage. Wir kennen das bei den Ausfahrern, dass die teilweise einfach ein Etikett ausdrucken, sozusagen an der Gürtelholsterhalterung. Und dann entsprechend das Paket labeln. Und hier, selbst hier ist es auch wieder ein Thema der Geschwindigkeit. Wir kommen eigentlich immer wieder auf den Punkt zurück. Man wartet nicht gerne, bis das Label endlich rauskommt. Da gehen manchmal Sekunden dahin. Am liebsten hätte man einen Knopf und dann ist das Label vorhanden. Und auch hier zählt dann wieder die Geschwindigkeit, wie schnell kann ein Drucker drucken, um das Label-Etikett zu erstellen. Sind das Eigenentwicklungen, die Sie dort einsetzen? Oder also was für Produkte haben Sie da? Also ISG Ident ist ein Systemhaus und das bedeutet, wir vertreiben von namhaften Herstellern, die international unterwegs sind, vertreiben entsprechend die Systeme. Sie können sich da vorstellen, ich kann diese Namen nennen, die sind alle geläufig, ob das eine Zebra, eine Honeywell, Datalogic ist oder TSC-Drucker, Newland, was es alles gibt, Wroclaw-Scanner, da gibt es also eine ganze Blumenstrauß da davon. An verschiedenen Herstellern und jeder hat so seine Eigenheiten und seine Vorzüge, ob das jetzt qualitativ, ob das von der Prozessorleistung ist oder natürlich aber auch vom Preis. Okay, also Sie bauen jetzt selber keine Scanner oder programmieren die Nein. Software für die Scanner. Ja. Geht dann eher um das Zusammenspiel. Ja, richtig. Ja, dann tauchen ja immer so Begriffe wie 2D-Barcode, QR-Code, Wearable oder auch der ja schon uralte Begriff RFID aus. Können Sie uns ein paar Ausblicke noch geben, wie sich das Thema Barcode entwickelt hat und in Zukunft aus Ihrer Sicht weiterentwickeln wird? Also der Barcode selbst, der Strichcode, ist ja schon eine sehr alte Geschichte, wie wir wissen. In der Zwischenzeit meines Wissens nach um die 70 Jahre alt schon oder länger. Und als Neuerung kam dann letztendlich der 2D-Code zustande, sprich den wir als QR-Code oder Datamatrix-Code auch kennen. Wenn man vielleicht diese zwei Begrifflichkeiten 1D und 2D auseinanderhalten möchte, weiß man, dass letztendlich mit den Datamatrix-QR-Codes mehr Inhalt, mehr Dateninformationen auf kleiner Fläche abgebildet werden kann. Das war damals der große Fortschritt. Insgesamt muss man dazu sagen, wurde der Barcode ja schon mehrfach totgesagt, nachdem RFID rauskam. Aber er hat seinen Bestand und er wird auch weiterhin seinen Bestand haben, weil er einfach simpel in der Anwendung ist, fehlerfrei zu verwenden ist, allein schon auch gerade mit dem QR-Datamatrix-Code, also die als 2D-Codes gelten, die eine hohe Fehlerredundanz haben, so dass es also ein leichtes Scanning auch immer ist, auch selbst wenn der 2D-Code mal defekt sein sollte, beziehungsweise Schwachstellen hat, so ist eine hohe Redundanz dahinter, dass dieser immer gelesen werden kann. Da ist grundsätzlich der Trend dahingehend, dass auch immer kleinere Etiketten aufgebracht werden sollen oder müssen, dass es zum 2D-Code geht. Und zum RFID darf ich sagen, hier ist es so, dass das eher im Bereich der Herstellung ist, also von den Herstellern mein Thema ist, passive RFID-Chips und aktive unterscheidet man grundsätzlich. Und gleichzeitig gehört dazu zu wissen, dass RFID weiterhin eine teure Lösung ist, die meistens nur Sinn macht, wenn es im Kreislaufsystem ist oder wenn es um hochwertige Produkte geht. Der CAP-Dienstleister an sich wird selten damit in Berührung kommen, außer es gibt mal Pakete von einem Hersteller, die er auszuliefern hat, die mit RFID-Chip ausgestattet sind. Dann muss man entsprechende Lesegeräte haben. Aber ich möchte sagen, zu 90%, 95% sogar laufen 1D- und 2D-Codes unterwegs und das können die modernen Systeme heutzutage alle problemlos scannen. Brauche ich da jeweils unterschiedliche Scanner oder kann das der gleiche Scanner scannen? Nein, also im CAP-Bereich, wo wir hauptsächlich die Touch-Geräte verwenden und im Einsatz finden, können diese Geräte von der Technologie her ohne Probleme die 2D-Codes auch lesen.
Okay. Dann gibt es noch die Geräte. Ich habe neulich so einen Scanner gesehen, der am Finger gesteckt hat. Das war im Kontext eines E-Commerce Warehouse. Können Sie zu diesen Geräten noch ein bisschen was sagen? Das ist ja relativ neu. Richtig, das kam vor einigen Jahren jetzt auf den Markt und hat auch immer einen höheren Stellenwert. Es geht einfach darum, das Ganze wie so oft in vielen Bereichen noch einfacher, leichter, kompakter zu gestalten. Und hier sprechen wir von diesen Wearables, die Sie ansprechen. Entweder Fingerscanner oder auf dem Handrücken diese Scanner zu verwenden, die ich eigentlich ständig bei mir tragen kann, ohne dass ich fast gar das Gefühl habe, ich habe einen Scanner bei mir und es aus jeder Perspektive sehr einfach, wenn man kleinen Fingerdruck scannen kann. Und das macht es natürlich praktikabel, auch unter dem Aspekt, dass ich die Hände frei habe. Das heißt, ich habe beide Hände, um Pakete in die Hand zu nehmen. Und wenn ich es absetze und scannen möchte, kann ich das einfach machen, ohne dass ich nach einem Touchgerät greifen muss, den ich vielleicht im Gürtelholster habe oder in der Tasche habe. Das macht es einfach sympathischer und schneller. Und Auch hier auch. wieder, Entschuldigung, auch hier, wenn ich das noch ansprechen darf, zählt wieder die Geschwindigkeit. Ich kann mir hier wieder ein paar Sekunden einsparen, diese Zeit zum Griff von dem Gerät. Und auch wenn die Geräte kleiner sind, ist diese Sicherheit und die Geschwindigkeit genauso hoch? Ja, absolut, absolut, sogar noch besser. Also die Geschwindigkeit ist noch schneller. Okay, weil wenn man zum Beispiel auf dem Handy die kleine Kamera hat, hat man ja einen schwächeren Lichteinfall als bei einem, sagen wir mal, normalen Fotoapparat, aber das ist dort offenbar dann kein Problem. Richtig, wenn man letztendlich bei den professionellen Gerätschaften von Scannerlösungen sprechen und nicht nur von einer Kamera, sondern richtigen Scanner, die eben dafür ausgerichtet sind, von der Technologie her Codes zu lesen. Das ist ihr Job, wenn man so sagen möchte. Ja, wir starten ja in diesem Jahr beziehungsweise in diesem Quartal die Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Ohm, oder mit der Firma Eiski. Können Sie noch ein paar Worte dazu sagen, was die BDCAP-Mitglieder in zukünftig über den Verband nutzen können? Also ich darf es mal so sagen, zum einen möchte ich das nochmal ansprechen, weil das heutzutage, das sage nicht ich, sondern die Kunden von Eiski, denn ist es wirklich eine Besonderheit, diese Unkompliziertheit, wie wir Kunden helfen. Heißt, wenn es eine Frage bei Einrichtungen geht oder bei einer einfachen Hilfestellung, bei einer Verständnisfrage um diese Technologie, bei uns reicht ein Anruf, eine E-Mail, da stehen Menschen dahinter, die tatsächlich antworten. Und das im Normalfall, und Normalfall meine ich, ist 80% am ersten Tag. Die anderen Fragen, die werden definitiv am zweiten Tag geantwortet. Das ist eine Prämisse bei uns im Hause, dass wir innerhalb von 24 Stunden maximal dem Kunden eine Antwort geben. Und das finde ich so wichtig und das kommt auch so verdammt gut an, wenn ich das so sagen darf. Das ist wirklich eine Besonderheit. Und was die CAP-Mitglieder betrifft, die CAP-Mitglieder, die haben die schöne Gelegenheit über den CAP-Verband tatsächlich zu günstigen Konditionen diese professionellen Dinge, wie wir angesprochen haben, also Scanner, Touch-Scanner, Wearables, Behandlungsscanner und auch mobile Drucker und vieles mehr zu sehr günstigen Konditionen einzukaufen. Das ist einzigartig und ich freue mich darauf, dass es so wunderbar mit dem CAP-Verband funktioniert hat. Wie werden wir das dann abwickeln? Sie können das ganz einfach gestalten. Sie finden auf dem CAP-Verband natürlich auf der Internetseite von ihm, auf ihrer Homepage, unsere Kontaktdaten und einen Link, wo es dann direkt zur Eiski-Seite geht, wo Sie mich als Ansprechpartner finden und natürlich viel wichtiger auch dann die Produkte zu den entsprechenden Konditionen und können da direkt mit uns in Kontakt treten und die ersten Gespräche führen. Und vielleicht noch eins dazu. Das darf ich auch nicht vergessen. Ich mache hier wirklich Werbung in eigener Sache, aber Sie merken es auch, dass ich davon richtig sprühe, weil es einfach eine Besonderheit ist. Wir haben einen unwahrscheinlich hohen Lagerbestand. Das hängt nicht davon ab, dass wir nichts verkaufen, sondern dass wir gut ausgestattet sind und auch schnell reagieren können. Das heißt, Bestellung am nächsten Tag haben Sie die Ware im Haus. Das sind unsere Merkmale, die wichtig sind zu wissen und die toll sind in der heutigen Zeit. Dann freuen wir uns auf die Zusammenarbeit, Herr Ohm, und wünschen uns, denke ich, allen guten Gelingen. Dankeschön. Das war der Frühstückstalk des BDCAP.